Es gibt einen Satz, der ist Annalena Baerbock rausgerutscht. Und dieser Satz, der verrät alles darüber, warum wir in eine immer tiefere Krise schlittern. Eine Krise, die nicht nur unsere Stromversorgung im Winter gefährdet, nicht nur die Energie gefährdet, sondern auch den Frieden in Deutschland, ja den Frieden rund um den Globus. Es kann in den nächsten Monaten den ganz, ganz großen Knall geben. Einen Knall, der uns schwer treffen wird und der absolut vermeidbar wäre. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag des Jahres unterstützt. Link unter diesem Video. Ehe ich auf den Satz komme, den Annalena Baerbock wirklich gesagt hat, eine ganz wichtige Anmerkung vorweg. Ich gehöre nicht zu den grundsätzlichen Kritikern grüner Politik, im Gegenteil. Ich bin ein Freund des Umweltschutzes und ich saß als junger Mann mit einem Gründungsvater der Grünen, dem Freidenker Leopold Keller, in Waldshut auf der Straße, um zu demonstrieren gegen die Aufrüstung und gegen den drohenden Strahlentod. Und Petra Kelly, eine frühe Ikone der grünen Politik, die fand ich wunderbar. Sie war nicht nur eine radikale Gegnerin von Krieg und Aufrüstung, sondern sie hat sich auch rund um den Globus für Menschenrechte engagiert. Und als eine der ganz wenigen Politikerinnen des linken Lagers hat sie den DDR-Sozialismus nicht glorifiziert, sondern immer wieder Dissidenten unterstützt und die Fahne der Menschlichkeit hochgehalten. Mit einer solchen grünen Politik, da konnte ich von Herzen viel anfangen. Darum schwingt eine große Portion Traurigkeit mit, wenn ich jetzt über das spreche, was Annalena Baerbock rausgerutscht ist und wenn ich aufdecke, welche Haltung dahinter steht und wie uns das gefährdet. Die Äußerung, die hat unmittelbar mit der Energiekrise zu tun, die diesen Winter zu einem der schlimmsten der Nachkriegszeit machen kann. Zwar teile ich die Auffassung einiger Politiker, dass man auch bei einer Raumtemperatur von 17 oder 18 Grad ganz gut leben kann. Ich selbst tue das seit vielen Jahren, auch weil ich mich bei geringeren Temperaturen wohler als bei 20 Grad oder mehr fühle. Aber zwei Fragen dazu treiben mich um. Erstens, haben wir wirklich eine Garantie, dass das Gas für solche Temperaturen überhaupt noch reicht? Und zweitens, noch wichtiger, wird sich jeder in Deutschland das Heizen noch erlauben können? Oder besteht die Gefahr, dass man schon beim Betreten einer Wohnung merken wird, ob hier ein reicher oder ein armer Mensch wohnt? Es läuft eine Inflation durchs Land, die sich gewaschen hat, und ich kenne viele Menschen, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben finanzieren können. Die Lebensmittelpreise schießen durch die Decke. Schon im Juli kosteten die Lebensmittel 15% mehr als im Vorjahr. Das bedeutet für arme Menschen, denen schon bislang am Monatsende nichts übrig geblieben ist, dass sie entweder 15% weniger essen oder sie sparen das Geld an einer anderen Stelle. Und welche Stelle, bitteschön, soll das bei Menschen sein, die sich keinen Luxus leisten können? Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem die Reichen nach wie vor in warmen Häusern residieren, während arme Menschen in ihren eigenen Wohnungen im Wintermantel und womöglich mit einer Mütze bibbern. Doch genau so kann es kommen, auch weil die sogenannten Hilfspakete der Regierung nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und jetzt zu Annalena Baerbock und ihrem fatalen Fehltritt. Denn die Krise, in die wir immer tiefer schlittern, die geht auf eine völlig falsche Grundannahme zurück. Es wird der Eindruck erweckt, dass im Ukraine-Krieg die Freiheit der westlichen Welt verteidigt wird, ähnlich wie der damalige Verteidigungsminister Peter Stok einst behauptet hat, die deutsche Sicherheit würde auch am Hindukusch verteidigt. Solche Sätze, die klingen gut, die klingen einleuchtend, aber was ist denn mit der deutschen Sicherheit am Hindukusch geworden? Die Amerikaner, die haben sich einen Dreck um die Frauen geschert, um die Oppositionellen und um die Menschenrechte. Sie haben sich einfach zurückgezogen aus einem Krieg, der nur das Unglück vermehrt und viele Opfer gekostet hat und die Welt unsicher gemacht hat. Einem Krieg, der niemals hätte begonnen werden dürfen. Dieser Krieg, der hat die Herrschaft der Taliban nicht beendet, sondern der hat ihre Macht gemehrt und verstärkt. Nun können sie sich sogar mit dem Nimbus schmücken, die komplette westliche Welt in die Knie gezwungen zu haben. Und warum hat Deutschland sich darauf eingelassen, dieses Land in seinem Chaos sich selbst zu überlassen, was für viele Menschen dort Tod und Untergang bedeutet? Deutschland war in diesem Krieg nichts weiter als ein kleiner Erfüllungsgehilfe des selbsternannten Weltsheriffs Amerika.
Ein Sheriff übrigens, der jene Menschenrechte, für die er angeblich Krieg führt, in Guantanamo beim Waterboarding ertränkt und sich bei Edward Snowden etwa nicht für die Aufdeckung staatlicher Schweinereien bedankt, sondern den Aufklärer selbst zum Schwein erklärt und seit vielen Jahren verfolgt. Und jetzt zu Annalena Baerbocks unglaublichem Satz, der ihr rausgerutscht ist. Der Satz bezieht sich auf den Ukraine-Krieg und ich sage Ihnen gleich, was das mit Amerika und dem Hindukusch zu tun hat, nämlich jede Menge. Annalena Baerbock hat über die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg gesagt, das wird Russland ruinieren. Dieser Satz ist aus mehreren Gründen ungeheuerlich. Erstens kann es, Frau Baerbock, wirklich unser Ziel sein, ein Land zu ruinieren, das wir schon einmal ruiniert und mit Blut getränkt haben. Es ist erst rund 80 Jahre her, Frau Baerbock, am 22. Juni 1941, da rollten die deutschen Panzer über die russische Grenze, um Lebensraum im Osten zu erobern und das russische Reich zu zerstören. Der teuflische Plan bestand darin, die Bevölkerung zu knechten oder in den Hungertod zu treiben, um freie Bahn zu schaffen für die vermeintlichen Herrenmenschen mit den blauen Augen und dem braunen Parteibuch. Die Wehrmacht brannte Dörfer nieder, vergewaltigte Tausende von Frauen und agierte auch abseits des Schlachtfeldes gegenüber der russischen Armee wie eine Verbrecherbande. Schon im ersten Halbjahr des Feldzuges wurden deutlich über 10.000 angebliche Politoffiziere der Roten Armee hingerichtet als, Zitat, verdächtige Elemente. Durch deutsches Verschulden sind mindestens 24 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg gestorben. Das ist eine ungeheure Zahl, 24 Millionen. Als würde man alle Menschen im heutigen Niedersachsen, Rheinland, Hessen, Berlin und noch dazu Schleswig-Holstein komplett ausradieren. Keine andere Nation hat nur annähernd mit so viel Blut bezahlt, auch Hitler-Deutschland nicht. Wir müssen also davon ausgehen, dass nahezu jeder heutige Russe enge Menschen im Krieg verloren hat. Das gilt übrigens auch für Putin. Die Brüder seines Vaters starben und auch die Familie seiner Mutter wurde dezimiert. Russland zu ruinieren, Frau Baerbock, das haben wir Deutschen schon einmal geschafft. Und jetzt wagen Sie es, diesem Russland anzukündigen, es noch einmal ruinieren zu wollen? Wenn Sie gesagt hätten, wir wollen die russische Führung dazu zwingen, diesen Krieg zu beenden, einverstanden. Wenn Sie gesagt hätten, wir wollen die russische Wirtschaft hart treffen, einverstanden. Aber Sie haben ausgesprochen, was meines Erachtens einen großen Knall heraufbeschwören kann. Ich werde das gleich noch begründen. Der Krieg, der zwischen Russland und der Ukraine tobt, der ist in Wirklichkeit kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Hier wird auf den Schultern der Ukrainer ein Krieg zwischen den USA und Russland ausgetragen. Mir kommt es vor, als hätte sich Putin einen kleinen, schwachen Verwandten seines wahren, aber sehr starken Feindes geschnappt, nämlich der USA. Und nun prügelt er auf diesen ein. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Und für dieses Verhalten gibt es aus meiner Sicht keinerlei Rechtfertigung. Dieser Angriffskrieg ist verbrecherisch, ist heimtückisch und für die Menschen eine Katastrophe. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass die USA und die ganze westliche Welt Russland unnötig provoziert und Versprechen immer wieder gebrochen haben. Das westliche Militär, das vor nicht allzu langer Zeit 24 Millionen Russen ausgelöscht hat, rückte immer näher an die russische Grenze heran. Dabei war den Russen im Zuge der Wiedervereinigung versprochen worden, es gäbe keine Osterweiterung der NATO. Ich zitiere Hans-Dietrich Genscher, den damaligen deutschen Außenminister, der nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen 1990 sagte, wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt nicht nur für die DDR, sondern ganz generell. Ohne eine solche Zusage hätte es die Wiedervereinigung nie gegeben. Wenn jetzt einige Winkeladvokaten im Westen sagen, das war alles nur unverbindlich gemeint und stand in keinem Vertrag, dann bin ich mal von Herzen froh, dass das Ja zur Wiedervereinigung von Gorbatschow eben nicht unverbindlich war und dass der Abzug des russischen Militärs aus der ehemaligen DDR eben nicht unverbindlich war, sondern dass das wirklich so gemeint war. Ich meine, stellen Sie sich einmal vor, das russische Militär käme wieder. Dann läge vor uns kein Prager, sondern dann läge vor uns ein Berliner Frühling mit einem großen Blutbad.
Leider müssen sich Menschen, die Gedanken wie ich hier äußern, in diesen Tagen offiziell in den Medien und auch von der Politik als Russlandversteher beschimpfen lassen. Als wäre es schlecht, als wäre es ein Nachteil, die russische Seite verstehen zu wollen. Nein, das ist nicht schlecht, sondern das ist im Gegenteil die Voraussetzung, um diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine ohne weiteres Blutvergießen zu beenden. Verhandeln kann man nur, wenn man in der Lage ist, sich in die Gegenseite zu versetzen. Ich wünsche mir, dass unsere Politiker alles tun, um Russland zu verstehen, statt Russland nur besiegen zu wollen. Zumal Verstehen etwas komplett anderes als Verständnis ist. Ich verstehe, dass sich Russland vom Westen bedroht gefühlt hat und auch über den Tisch gezogen gefühlt hat. Wir dürfen die jüngste Geschichte, also das, was in Russland im Zweiten Weltkrieg passiert ist, wir dürfen das nicht einfach ausblenden. Aber ich habe keinerlei Verständnis für diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich habe keinerlei Verständnis für das Unglück, das unschuldige Menschen dort deshalb erleiden müssen. Wer sich bedroht fühlt, wie zum Beispiel Russland in diesem Fall, der macht die Sache keinesfalls besser, indem er einen anderen seinerseits bedroht, seinerseits überfällt. Ganz im Gegenteil. So entsteht ein Kreislauf der Gewalt. Und ich bin mir sicher, dass nicht Russland diesen Krieg führt, sondern das ist Putin. Beides, Frau Baerbock, das dürfen wir niemals miteinander verwechseln oder gleichsetzen. Russland besteht auch aus vielen Menschen, die mit der Ukraine aufs Engste verbunden sind und die diesen Krieg zutiefst verurteilen. Ich kenne einige dieser Menschen persönlich, da ich lange Zeit eine internationale Redaktion mit Ablegern in Russland geleitet habe. Wer Russland und damit auch diese Menschen zerstören will, Frau Baerbock, der zerstört eine friedliche Zukunft Russlands und damit auch eine friedliche Zukunft Europas. Ich bin sicher, in der Ukraine, da findet ein Krieg statt, der mit jedem Tag mehr Menschen umbringen und die Explosionsgefahr der ganzen Welt erhöhen wird. Ein Krieg, den die Atommacht Russland trotz aller Turbulenzen nicht verlieren, sondern mit allen Mitteln gewinnen wird. Putin, der würde lieber sein Leben als diesen Krieg verlieren. Dieser Krieg droht genauso zu enden, wie wir es in Afghanistan gesehen haben. Damit, dass diejenigen, die bezwungen und niedergerungen werden sollen, aus dem Krieg stärker als je zuvor hervorgehen. Damit, dass alle Opfer umsonst waren. In diesem Krieg wird mitnichten die Freiheit der westlichen Welt verteidigt. In diesem Krieg geht es um strategische Interessen zweier Supermächte, die beide unappetitliche Seiten haben, leider auch die Amerikaner. Fragen Sie mal Julian Assange oder einen Häftling in Guantanamo oder die Witwe eines Übersetzers in Afghanistan, der den mordlustigen Taliban überlassen wurde nach seiner Arbeit für die Amerikaner. Oder fragen Sie eine Mutter, deren Kinder im Irak durch amerikanische Bomben ausgelöscht wurden. Beide Supermächte pfeifen viel zu oft aufs Völkerrecht, treten Kriege los, beide haben die Gefolgschaft anderer Länder und Deutschlands nicht verdient. Wobei Amerika zweifellos demokratischer als Russland ist, aber das macht die Untaten, etwa die völkerrechtswidrigen Kriege, für mich umso unbegreiflicher. Wenn Sie, Annalena Baerbock, jetzt ankündigen, Sie wollen Russland ruinieren, dann singen Sie das heimliche Lied des Pentagon. Denn natürlich haben die USA ein strategisches und auch wirtschaftliches Interesse daran, die Supermacht Russland eben keine Supermacht mehr sein zu lassen. Sogar Präsident Obama, den ich eigentlich sehr schätze, ich habe in meiner Schwedenauszeit sein Interviewbuch mit Bruce Springsteen gelesen, den ich noch mehr schätze, Obama hat sich zu der dummen Provokation verleiten lassen, Russland sei nur noch eine Regionalmacht. Das war natürlich Wunschdenken, zumindest militärisch, denn kein Land der Welt verfügt über mehr Atomwaffen als Russland. Ist es denn wirklich klug, Frau Baerbock, einem solchen Land die Zerstörung anzudrohen? Und was, Frau Baerbock, wird der verwundete sibirische Tiger wohl tun, wenn er sich wirklich in die Enge getrieben fühlt? Er stellt uns nicht nur das Gas ab, er wird seine atomaren Krallen ausfahren. Gut möglich, dass es Deutschland dann zuerst trifft. Wir wurden ja schon zu Zeiten des Kalten Krieges als Pufferzone zwischen den Großmächten gehandelt. Und jetzt sage ich allen, die zuschauen, was ich von Annalena Baerbock und der deutschen Bundesregierung erwarte. Hören Sie auf, Ihren Beitrag zu Freiheit und Frieden über Waffenlieferungen zu definieren. Hören Sie auf, gegen Russland den Krieg gewinnen zu wollen, sondern gewinnen Sie den Frieden für die Ukraine.
Waffen, die bringen keinen Frieden, sondern die gefährden und die zerstören ihn. Alle Waffenlieferungen, die ziehen den Krieg unnötig in die Länge, die fordern immer mehr Opfer, die provozieren immer mehr Zerstörung und die werden am Ausgang dieses Krieges nichts ändern, denn am Ende wird es nur Verlierer geben. Ein solches Verhalten ist scheinheilig. Wenn Sie wirklich etwas für die Freiheit und den Frieden tun wollen, dann setzen Sie bitte alle Hebel der Diplomatie in Bewegung. Hören Sie auf, Russland ruinieren zu wollen und fangen Sie an, mit Russland zu verhandeln und diplomatische Brücken nach Moskau zu bauen. Die Bundesregierung ist bereit, 100 zusätzliche Milliarden ins Militär zu investieren. Wie viel Geld investieren Sie eigentlich in Diplomatie? In gewaltfreie Kommunikation, in das Bauen von menschlichen Brücken. Für mich liegt es auf der Hand, dass sich dieser Krieg nur durch einen Gipfel zwischen Putin und Biden beilegen lässt. Wer arbeitet intensiv an diesem Ziel, an diesem Gipfel? Sie vielleicht, Frau Baerbock, still und heimlich? Ich würde mich riesig darüber freuen. Mehr Diplomatie wäre im Interesse der Menschen in der Ukraine, die schon genug geblutet haben, im Interesse des Weltfriedens und im Interesse der Menschen in Deutschland, denen ein schwerer Winter bevorsteht, vor allem den ärmeren Menschen. Ich halte es für keine gute Idee, einen neuen Kalten Krieg auszurufen und die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland komplett abzubrechen, denn sonst stehen wir bald wieder in derselben Beziehung zu Russland wie unsere Großväter, nämlich in einer kriegerischen. Dann läuft alles auf den großen atomaren Knall hinaus. Das wäre das Ende der zivilisierten Welt. Frieden in Europa wird es nur mit und niemals gegen Russland geben. Ich finde, eine Außenministerin, erst recht eine Grüne, sollte nicht mit dem Säbel rasseln, sondern sie sollte dafür sorgen, dass dieser Säbel möglichst rasch abgelegt wird. Das Einzige, was wir wirklich ruinieren sollten, liebe Frau Baerbock, das ist die Rüstungsindustrie. Wir brauchen nicht mehr Waffen, sondern wir brauchen mehr Frieden. Früher haben die Grünen das auch so gesehen. Ich hoffe, diese Einsicht, die kehrt bald zurück. Krieg ist kein Mittel der Politik, er ist der Beginn des Wahnsinns. Wir müssen die Weichen auf Frieden stellen. Lassen Sie uns alles dafür tun. Und jetzt, liebe Zuschauer, schauen Sie gerne noch mein Video darüber, welches Geheimpapier des Innenministeriums während der Corona-Krise aufgedeckt wurde. Es ist unglaublich, welche Pläne da von einer deutschen Behörde geschmiedet wurden. Ich verrate Ihnen alles dazu. Klicken Sie das Video gerne in der Infobox an und wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Und nutzen Sie jetzt die Chance, sich 365 Tage im Jahr von mir begleiten und inspirieren zu lassen, Tag für Tag. Sie bekommen Tipps, Sie bekommen Impulse, Sie werden jeden Tag selbstbewusster. Wie das geht und wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben dauerhaft verändern, das erkläre ich Ihnen in meinem kostenlosen Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Klicken Sie es jetzt hier an und sichern Sie sich 14 kostenlose Tage meiner Challenge. Schauen Sie einfach mal, was dann passiert. Sie werden überrascht und begeistert sein. Das verspreche ich Ihnen. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.